Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ich weiß, ihr konntet es nicht erwarten und abwarten, die letzten Wochen dort die ganzen Premium Collection Boxen machen jeden wahnsinnig und mich auch. Und das ist die letzte, die noch fehlt. Primarina GX Premium Collection. Claro. Natürlich öffnen wir die auch. Ich zeig euch nun erstmal, was hier hinten drauf steht. Hier steht Wave a Battle Song with Primarina GX. Interessant. Wie es angepriesen wird. Nun jedenfalls bin ich gespannt auf die Puls in diesen Boostern. Und natürlich auf die Promos, wie sie in live aussehen. Quasi. Wenn ich sie direkt in den Händen halte. Denn diese Promos sind atemberaubend gut. Die Full Arts sind nicht einfach normal glatt, sondern haben eine Textur. Was nicht selbstverständlich ist. Noch mehr Müll. So. Dann hole ich mal erst die Promos hier raus. Ja. Das Marikek haben wir. Das Popplio haben wir hier. Und das Primarina. Mit Geschick und Vorsicht. Auch aus den Fängen des Plastiks befreit. Nun nur noch die Coin. Münze. Und der Pin, denn wir erhalten hier auch einen ziemlich coolen Pin. So. Genau. Und natürlich auch eine Codecard. Eieiei, so viele Sachen. Ist ja wie Weihnachten hier. Boom. Booster, 6 Stück an der Zahl. Und dieser genialen, riesigen Promo. Mit Textur. Promo GX mit Textur ist schon der Hammer. So. Genau. Und was erhalten wir jetzt hier im Detail? Primarina GX Jumbo Karte. XXL Karte. Mit Textur. Sowie diesen Online-Code, der für das Online-Sammelkartenspiel, glaube ich, folgende Karten freischaltet. Popplio in einem schönen Holo-Muster, also Robby. Marikek, also Brione. Das mag mich nicht so gern. Und Primarina GX Full Art. Die auf jeden Fall garantiert. Für das Online-Sammelkartenspiel. Mit Bubble Beat, Roaring Seas und Grand Echo. Oder Echo. GX. SM Promo Nummer 39. Sehr schöne Karte, Leute. Echt cool. Jede von diesen Startern Full Arts, Starter Full Arts, ist echt episch. Diese Boxen haben es echt in sich. Und auch die Puls gefallen mir echt gut. Primarina, hier. Womit fange ich an? Wir fangen mit dieser Coin an. Aus der Nähe betrachtet. Es passt echt gut hier mit diesem Blau, finde ich, bei dem Primarina. Denn das geht so gut einher mit diesem Scherbenmuster. Sehr schön. Echt coole Coin, in diesem dunklen Blau. Und natürlich auch ein Pin, den wir erhalten. Mit Primarina drauf. Echt auch hammermäßig detailreich gearbeitet. Die Qualität ist echt unglaublich. Aus widerstandsfähigem Metall. Sehr schön. Klasse Pin und 6 Booster. Da kann man nicht meckern. Diese Boxen kosten ca. 40 bis 45 Euro. Also schon ein ganz schön heftiger Preis für so arme kleine Sammler wie mich. Aber das lohnt sich, was hier drin ist. Echt eine coole Boostermische. Und wir hatten sogar letztens ein Error-Pack da drin. Das war echt verrückt, Leute. Das habe ich noch nicht gesehen. Was das damit auf sich hatte, verrückt. Schaut es euch an in der Incineroar GX Premium Collection Box. Ganz verrücktes
Fehlerpack. Ganz irrer Fehler. Poliwag haben wir hier im Evolutions Pack. Eine Pflanzenenergie. Raptadder. Vulpix. Ein Electek. Pokédex. Kokuna. Trank. Smogon ist die Reverse. Und die Stern. Raticate. Wenn man eine Stern daran zieht, dann will man natürlich, wenn dann Mewtwo ziehen. Und wo wir von Mewtwo sprechen. Mega Mewtwo Y Artwork vorne drauf. Und in diesem Set kann man auch Mega Mewtwo EX sogar ziehen. So, Pack an die Seite. Ich wusste noch nicht, wo ich das gerade hinlegen soll. So. Skidoo. Haben wir hier. Bronzor. Meowth. Zora. Ralts. Vanillish. Bridget. Sea King. Braviary. Ist auch eine Sternkarte. Sehr schön. Und die Stern Aromatissi. Oder Aromatis. Jo. Bisher noch nicht irgendwas Interessantes gezogen. Aber das ändert sich bestimmt. So, im Steam Siege Pack. 1, 2, 3. Vor die zwei, die sich davor befinden. Tangela. Klink. Joltik. Ponyard. Fungus. Monferno. Zweilus. Nidorino. Hier haben wir ein Mauzi in Reverse. Und die Stern. Klingklang in Holo. Das ist schon mal ganz schön. Ein Holo-Pull kann man nie von sich weisen. Sehr gut. Ja, aber es ist noch nicht wirklich mega episches dabei gewesen. Und bitte, bitte, in diesen drei Packs haben wir vielleicht Glück. Die GX-Full-Art im Hintergrund natürlich, die überdeckt schon so ziemlich alles. Deswegen bin ich echt gespannt, ob wir überhaupt noch irgendwas rausholen können. 2, 3, 4. Vor die 2 davor. Chinchou. Haben wir hier. Cutiefly. Dratini. Spearow. Psyduck. Eine Stahlenergie. Oder Metal. Alolan Persian. Switch. Bulldor. Crobat ist unsere Reverse. Und ist auch eine Sternkarte. Sehr schön. Das X-Bad hier. Und die Stern in dem Pack. Tauros GX Full Art. Hammermäßig. Sehr cool. Ja, Leute. Das ist eine Box. Mit Mad Bull, Rage und Horn Attack. Nice, Leute. Echt cool. Sogar in Full Art die Variante gezogen. Hammermäßig. Sonne, Mond, Nummer 144 von 149. Hammermäßig. Wow. Schon echt krasser Background hier. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Mit einem GX Full Art Pull. Na, GX wäre ich schon echt zufrieden gewesen. Aber das macht das Ganze natürlich noch epischer. Und da haben wir hier 1, 2, 3, 4. Vor die 2 davor. Yo, Slowpoke. Also Flecknon. Mudbray. Delibird. Wishiwashi. Young Mo-O. Eine Feuerenergie. Komala. Gliscor. Machoke. Alolan Golem. Sehr schön. Das ist auch ein Stern. Reverse. Hammermäßig. Und die Sterne im Pack. Leute, ich kann nicht mehr. Ist es ein Scherz? Nein, ist es nicht. Alola Vulnona. Ultimativ, Leute. Alola Vulnona GX. Mit
Iceblade, Blizzard Edge und Icepath GX. Leute, das ist ja eine hammermäßige Box. Vor allen Dingen ist es auch Wassertyp, genauso wie das Primarena. Oder Primarena zu Deutsch. Sehr schön. Und auch ein echt hammermäßiges, atemberaubendes Artwork. Diese Karte. Sehr schön. Leute, also eine GX Full Art und das, was sowieso schon in der Box drin war. Diese Box ist auch finito, ist super. Klasse. Da kann man nichts sagen. Echt. Sehr cool. Egal, was jetzt im letzten Pack kommt, werden wir es dann zu öffnen kriegen. Ein, zwei, drei, vier, vor die zwei davor. Und wir haben ein Pipi, ein Schmerle, Kanivanhaar, Dartiri, Lichtel, Pflanzenenergie, ein Garstella, Whimsicott, Elfern, Gelatropo, ne? Und dann entwickelt sich das zu Gelatvino. Meine ich schon. Hala, Reverse. Und Solgaleo ist die Stern. Ist nochmal eine schöne Sternkarte zum Schluss. Da bin ich echt nicht böse. Hammermäßig. Leute, also die Ausbeute kann sich sehen lassen aus 6 Boostern. Definitiv Tauros GX. Full Art. Und Alola Vulnona GX. Ultra Puls. Hammermäßig. Zusammen mit dem Primarena. Und mit diesen netten Vorentwicklungspromos. Echt episch. Epische Puls. Hier auch in dieser Box. Alle drei Boxen haben mich absolut überzeugt. Von dem Puls her, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesen Videos, in diesen ganzen Premium Collection Boxen und auch in den sonstigen Produkten, die ich weiterhin die ganze Zeit für euch öffnen werde. Euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis dahin. Bis dann.